Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gold- und Silberfreunde, zu einem neuen Video. Ja, in diesem Jahr 2024. Leider habt ihr natürlich vorher oder die letzten Tage auch keine Videos von mir bekommen können, denn es ist natürlich die Grippewelle umgegangen. Auch mich hat es hierbei erwischt. Und ich hätte ja auch keine Videos machen können für euch, denn das Problem wäre nämlich gewesen, dass ihr mich gar nicht verstanden hättet. Ich konnte da wirklich durch Husten und Halsschmerzen nicht so wirklich reden. Aber es ist wieder rum und jetzt gibt es natürlich wieder ein neues Video. Wie schon im Titel erwähnt, aktuell sehen wir ja, dass die Zinsen wieder nach unten gehen. Was macht das mit dem Goldpreis? Steigt er natürlich wieder oder fällt er wieder? Und das ist das, was wir im heutigen Video kurz besprechen möchten. Zudem habe ich auch wieder schöne Sachen für euch mitgebracht. Und ich habe euch hier auch mal das, was wir in den letzten Videos auch besprochen haben, wenn wir hier mal eine andere Art von Verpackung oder auch Kapselung sehen. Das möchte ich euch hier auch mal zeigen. Ja, was haben wir im heutigen Video hier mitgebracht? Ich habe euch hier verschiedenste Münzen und ein Barren mitgebracht, über die wir nochmal kurz sprechen möchten, bevor wir das aktuelle Thema eigentlich anschneiden. Und zwar möchte ich gleich anfangen hier mit dem Indian Head aus den USA, 2,5 $ in Gold, Jahrgang 1911. Und hier ist das Schöne, dass ich hier die besonderen Münzen hier wirklich so schön einkapseln kann. Und das ist hier einfach sehr, sehr schön. Einfach alles, was wertvoller ist, ist hier in einer eigenen Kapsel plus hier nochmal in dieser Verpackung. Und ich kann oben auch schön was draufschreiben, was es für eine Münze ist. Es ist in so einem Schaumstoff eingehüllt. Den Schaumstoff kann ich dann zurechtschneiden, je nachdem, was für eine Größe das ich brauche. Und das ist einfach hier sehr, sehr schön, besonders bei besonderen Münzen. Der Indian Head ist eine seltene Goldmünze, die es nicht mehr so oft zu haben gibt. Und ganz besonders auch in den USA sehr gefragt. Deswegen für jeden Anleger, besonders Sammler, sind diese Münzen sehr, sehr gut und auch sehr gefragt. Zusätzlich Goldbarren. Goldbarren ist natürlich immer eine gute Investition für jeden, der sich sagt, ich will mich im Münzbereich gar nicht immer so festlegen, sondern möchte einfach in Gold investieren. Da eignet sich natürlich der Goldbarren hier sehr gut und wir haben hier auch einen Kinebarren. Ganz wichtig, weil ich das in manchen Kommentaren schon gelesen habe, der Kinebarren, den merkt man dann, wenn das Hologramm hinten drauf ist und Kinebarren draufsteht. Manche, die von euch schon gesagt haben, ich habe einen Goldbarren gekauft, aber ich habe Angst, dass es kein Kinebarren ist. Gar kein Problem. Es gibt auch normale Goldbarren, ganz normal, die kein Hologramm haben und keine Aufschrift mit Kinebarren. Das sind dann einfach ganz normale Goldbarren, die sind dann nicht gefälscht oder sonstiges. Da braucht ihr also keine Angst haben. Das sind einfach nur zwei verschiedene Arten von Goldbarren. Zusätzlich hier den Sovereign aus 1964, auch hier sehr, sehr schön. Ich habe jetzt hier auch eine neue Kapsel. Es gibt spezielle Kapseln, die nur für den Sovereign sind. Genau die Größe 22,05. Und wir haben hier die Elisabeth II. In jungen Jahren mit dem Haarband. Hier auch sehr, sehr schön, 916er Goldlegierung. Hier kann man natürlich auch sagen, einfach schön, dass man bei diesen Münzen gar nicht so darauf schauen muss, immer Goldgehalt, Jahrgang, sondern wirklich, was für besondere Münzen habe ich hier. Das Sovereign ist wie beim Vreneli oder wie Kaiserreichsmünzen einfach sehr, sehr gut als Investition und als Anlage. Wer aber sagt, eher modernere Münzen, habe ich hier eine Viertelunze vom Wiener Philharmoniker mitgebracht. Wiener Philharmoniker ist auch eine sehr, sehr schöne Münze. Ich habe jetzt hier auch eine neue Kapsel verwendet. Man sieht also die Münze hier auch sehr, sehr schön und schöner. Und ich finde auch grundsätzlich, dass es hier eine sehr, sehr schöne Prägung ist beim Wiener Philharmoniker hier in der Viertelunze. Auch hier ein Feingehalt von 999,9. Also etwas ganz Besonderes und eignet sich für jeden Anleger, weil es einfach eine Standardanlagemünze ist und man hier wirklich nichts falsch machen kann. Genauso auch hier eine halbe Unze, nämlich ein Gold-Euro, hier die Währungsunion 2002, ihr kennt sie. Hier kann man wirklich auch nichts falsch machen, gute Investition, allgemein Gold-Euros. Hier bekommt ihr immer so ein Etui mit einem Echtheitszertifikat mit dazu und die Münzen sind auch immer meistens nah am Goldpreis. So, damit wir jetzt hier kurz mal erläutert haben, was es für Münzen gibt, und ich bringe euch da einmal ein bisschen was mit. Es ist hier immer
ganz schön auch zu sehen. Und jetzt sprechen wir natürlich über das eigentliche Thema mit den Zinsen und mit dem Goldpreis. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, die Zinsen waren jetzt sehr hoch, auch mit dem Leitzins. Natürlich hat sich der Goldpreis auch immer etwas daran orientiert. Jetzt ist es aber so, dass die Zinsen wieder nach unten gehen. Was macht dann da der Goldpreis? Beim Goldpreis sieht man, dass diese kleine Zinswende, dass es wieder nach unten geht, dem Goldpreis gar nicht so wirklich etwas ausmacht, denn der Goldpreis bleibt sehr gleich. Das heißt, aktuell ist es gar nicht so schlimm, wenn die Zinsen fallen, denn der Goldpreis bleibt da aktuell gleich. Der Goldpreis sieht sich das quasi erstmal an. Wohin gehen die Zinsen? Wie weit gehen sie eigentlich runter? Was macht der Markt? Wie verändert sich dabei der Markt? Und das ist immer genau das, was der Goldpreis auch immer etwas ausmacht. Das heißt, grundsätzlich kann man sich immer das so denken, dass der Goldpreis und sich immer anschaut, wie entwickelt sich die Welt. Denn man sieht natürlich auch, wenn viele Krisen entstehen, flüchten sich sehr viele in Gold. Das Angebot- und Nachfragesystem aktiviert sich natürlich wieder und somit steigt stark der Goldpreis. Nachdem wir aber grundsätzlich natürlich einen Bedarf an Gold haben, ist es natürlich so, dass natürlich diese Goldpreise stärker oder da bleiben, wo sie natürlich sind oder natürlich auch steigen werden, denn wir haben natürlich auch steigende Preise und auch mit dem ganzen Inflationsthema, Krisen, Krieg auf der Welt, das ist genau das, was den Goldpreis auch nach oben treiben wird und wir werden auch sehen, dass die nächsten Jahre es mitbringt, dass der Goldpreis auch weiter stark steigen wird. Und das haben wir auch gesehen, natürlich ist es aktuell immer so um die Jahreswende, sieht man immer, dass der Goldpreis meistens recht gleich bleibt. Wir werden aber sehen, dass er auch im Sommer etwas abfallen wird, jetzt im Frühjahr auch etwas steigen wird und das ist immer genau das, dass sich etwas einpendelt, aber natürlich immer schrittweise nach oben steigen wird. Und das ist genau das, was das Wichtige ist für euch. Das heißt, orientiert euch gar nicht immer so an den Zinsen oder an einem Leitzins, geht er nach oben, nach unten, denn der Goldpreis entwickelt sich immer selbst und das hat man auch immer gesehen in verschiedenen Krisen, wo natürlich in der Börse alles zusammenbricht, der Goldpreis aber stark steigt. Das heißt, Gold ist eigentlich eher eine Krisenwährung und wir sehen, dass natürlich, wenn es auf der Welt immer schlimmer wird, das Gold natürlich auch steigen wird. Und grundsätzlich will man sich das natürlich nicht wünschen, aber der Goldpreis wird natürlich trotzdem steigen, egal was auf der Welt passiert, denn Gold wird immer mehr benötigt und wir haben natürlich immer weniger Gold, das gefördert werden kann. Und das ist genau das Problem und deshalb wird Gold weiterhin immer steigen. Zum Investieren ist es aber immer die richtige Zeit noch, also ihr könnt jederzeit noch gerne in Gold und Silber investieren, denn da könnt ihr wirklich nichts falsch machen und ich empfehle euch immer, grundsätzlich auf Standardanlageprodukte zu setzen, Sammlerbereiche wirklich nur, wenn ihr euch da dabei auskennt und die Aufpreise nicht zu groß sind. Solltet ihr noch Fragen zu dem Thema haben, schreibt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen und lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, falls ihr noch kein Abonnent seid, damit ihr keines der neuen Videos mehr verpassen könnt. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut.